Willkommen zu Tag 15, zur letzten Woche der Chopra Center 21 Tage Meditationsherausforderung. Während unserer ersten gemeinsamen Woche haben wir die Realität der Fülle erforscht, ihre ursprüngliche Quelle, welche das Universum ist. Und wir haben erforscht, wie wir sie mit unserem Bewusstsein anziehen. Letzte Woche haben wir gelernt, wie wir durch Anwendung der 7 spirituellen Erfolgsgesetze mehr Fülle anziehen können. Diese Woche werden wir unser Fundament erweitern und diskutieren, wie sich Fülle auf viele Arten in unserem Leben manifestieren kann. Beginnend mit einem Verständnis, wie der mühelose Fluss, der als scheinbar nicht zusammenhängendes Ereignis auftritt, zusammenkommt und Erfüllung in unserem Leben bringt. Ich nenne diesen verschmelzenden Zufall im Schicksal Synchro-Schicksal. Und es nutzt kraftvoll die Intelligenz des Universums, die den gesamten Schöpfungstanz auf jeder Skala orchestriert. Von den entferntesten Bereichen des Kosmos bis zu den Ereignissen unseres eigenen täglichen Lebens. Eine der Hauptprinzipien des Synchro-Schicksals ist das Erkennen und Feiern dieses kosmischen Tanzes. Das Vertrauen darauf, dass das Leben einen Rhythmus hat. Und wenn wir in Harmonie mit diesem Rhythmus leben, kommt alles, was wir uns wünschen, mühelos zu uns. Auf diese Weise können wir Wunder ohne Grenzen und ohne Ende vollbringen. Hast du bemerkt, wenn die Dinge richtig laufen, scheinen sie weiterhin richtig zu laufen? Du hast dann das Gefühl, völlig auf den Fluss des Universums ausgerichtet zu sein. Fast täglich tauchen Zufälle auf. Und aus heiterem Himmel ergeben sich Gelegenheiten und Begegnungen, die dich unterstützen. Das ist Synchro-Schicksal bei der Arbeit. Das Spiel des Universums breitet das Bankett der Fülle vor dir aus. Sobald du dich in den Rhythmus des Lebens entspannt hast, ist es so, als ob du auf einer sanften Strömung eines Flusses schwebst, die dich sicher ans Ufer trägt, wo alles auf dich wartet, was du jemals wolltest. Ähnlich wie ein starker Magnet wirst du Wohlstand, emotionales Wohlbefinden, spirituelle Erfüllung und ein tiefes Bewusstsein für den wahren Sinn und Zweck deines Lebens anziehen.
Achte auf Zufälle. Höre die Botschaften, die sie bringen, und lebe in der Fülle des Synchroschicksals. Erforsche deine Erfahrungen in Bezug auf Zufälle in deinem Leben. Erinnere dich bewusst an die jüngsten Zufälle, die du hattest. Vielleicht hast du an eine alte Freundin gedacht und sie hat dir dann plötzlich eine E-Mail geschickt. Oder du hattest eine Idee, die dir helfen würde, ein Problem zu lösen. Und jemand, der dir helfen konnte, hatte denselben Gedanken. Beginne diese Zufälle zu bemerken und beobachte, wie das Universum in deinem Leben wirkt und dir hilft, deine Träume zu verwirklichen. Während wir uns jetzt auf die Meditation vorbereiten, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns auf den heutigen zentrierenden Gedanken zu fokussieren. Während ich im gegenwärtigen Moment des Bewusstseins lebe, lebe ich die Magie des Synchroschicksals. Während ich im gegenwärtigen Moment des Bewusstseins lebe, lebe ich die Magie des Synchroschicksals. Während ich im gegenwärtigen Moment des Bewusstseins lebe, lebe ich die Magie des Synchroschicksals. Lasst uns jetzt beginnen. Finde eine bequeme Position. Lege deine Hände sanft in den Schoß und schließe deine Augen. In diesem Moment geh nach innen, zu diesem Ort der inneren Ruhe, wo wir unsere Verbindung zum höheren Selbst erfahren. Lass alle Gedanken los und beginne, dein Ein- und Ausatmen zu beobachten. Mit jedem Ein- und Ausatmen erlaube dir, dich entspannter, wohler und gelassener zu fühlen. Führe das heutige Sanskrit-Mantra sanft ein, wiederhole es mental und erlaube dir, es mühelos fließen zu lassen. Om Anandam Nama. Meine Handlungen sind vollkommen frei von Anhaftung an das Ergebnis. Om Anandam Nama. Meine Handlungen sind vollkommen frei von Anhaftung an das Ergebnis. Om Anandam Nama. Meine Handlungen sind vollkommen frei von Anhaftung an das Ergebnis. Wann immer du von Gedanken, Empfindungen in deinem Körper oder Geräuschen in der Umgebung abgelenkt wirst, lenke deine Aufmerksamkeit einfach darauf, das Mantra mental zu wiederholen. Om Anandam Nama. Meine Handlungen sind vollkommen frei
von der Anhaftung an das Ergebnis. Setze deine Meditation jetzt fort. Ich werde dich an die Zeit erinnern. Und am Ende wirst du den sanften Satz hören, um dir anzuzeigen, es ist Zeit, das Mantra wieder loszulassen. Om Anadam Namah. Meine Handlungen sind vollkommen frei von der Anhaftung an das Ergebnis. Om Adanam Nama. Meine Handlungen sind vollkommen frei von der Anhaftung an das Ergebnis. Es ist Zeit, das Mantra wieder loszulassen. Bitte bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Körper zurück. Nimm dir einen Moment Zeit, dich auszuruhen. Atme langsam und tief ein und aus. Und wenn du bereit dich fühlst, öffne sanft deine Augen. Während du deinen Tag fortsetzt, nimm das Gefühl von Fülle für dich mit und erinnere dich an den zentrierenden Gedanken. Während ich im gegenwärtigen Moment des Bewusstseins lebe,
lebe ich die Magie des Synchro-Schicksals. Während ich im gegenwärtigen Moment des Bewusstseins lebe, lebe ich die Magie des Synchro-Schicksals. Während ich im gegenwärtigen Moment des Bewusstseins lebe, lebe ich die Magie des Synchro-Schicksals.